Also ich habe jetzt hier schon mal ein Stückchen gemäht. Der Dinger geht ziemlich kraftvoll zu Werke. So besonders laut ist er auch nicht. So, Moment. Geht also schon schön durch. Lass ich mal stehen. Hier ist ziemlich hoch, weil ich da auch schon schlecht hingekommen bin. So, jetzt muss ich mal hier meine Zuleitung entfernen. So, ich hatte ihn auf 50. Ja, ich gehe ein bisschen höher auf 60. Ist mir lieber. Es wird nachher alles braun. So, jetzt schalten wir nochmal ein. Auch kein Rasen mehr, das ist ja schon Urwald. Aber gerade für die kleinen Sachen, wo ich sonst schlecht hinkomme, gerade dafür habe ich ihn ja gekauft. Mal ein bisschen anheben. Ja. Ich muss sagen, er geht schon ordentlich zu Werke. Hier um meine Riemen rummähen. Machen wir das normale hier. Zurück, dass man auch sieht. Was stehen für meine Freunde, die Bienen und die Hummeln. Also man kann sagen, er geht schon kräftig zu Werke. Geht schon kräftig zu Werke. Gekauft habe ich ihn eigentlich nur für die kleinen Stellen, wo ich sonst eben schlecht hinkomme, wie hier um die Sträucher.
Weil für die gesamte Rasenfläche, da habe ich nämlich noch einen anderen Mäher. So. Naja, das ist es. Hier um die Bäume rum. Das war das mit der Rasenkante hier. Und also jetzt einer mit den Rädern hier schön entlang fahren, ohne dass die Räder da stören. Immer auch gleich mit. Das soll mal das erste Ergebnis gewesen sein, damit man halt mal einen ersten Eindruck hat. Also ich muss sagen, ist okay, ich bin begeistert und das ist die Hauptsache. So, ich habe natürlich nicht bis um 3 Uhr gewartet, wie man gerade hören konnte, sondern ich habe jetzt hier schon mal zum Vergleich eine schöne Schneise gemäht, damit man eben auch das Ergebnis sieht. Auf dem Boden mich hinknien und kontrollieren, wie viele Schnipsel da noch übrig geblieben sind. Das mache ich aber nicht. Mir reicht es jetzt auch so. Also wie gesagt, der hat jetzt schon eine halbe Stunde gemäht. So lange hat er also auf jeden Fall durchgehalten. Und naja, das ist das Mähergebnis hier auf der anderen Seite, wo ich schon war. Weiß es so, kann man auch zufrieden sein. Hier habe ich auch reingemäht. Ja, also das war's. Gegen die Sonne soll man nicht filmen. Also ich bin zufrieden. Der Dinger ist sehr kraftvoll, hat bisher auch nicht aufgegeben. Halbe Stunde hat er mühelos geschafft und macht einen sauberen Schnitt. Ich meine, das A und O, das dürfte natürlich ein scharfes Messer sein. Also das sollte man schon dann in der Saison des Öfteren mal kurz wegnehmen und wenn du wieder mit einem kleinen Flexschleifer oder auch nur mit der Feile kurz anschärfen, weil da hat man euch dann das beste Ergebnis, schon den Akku und so weiter und so fort. Okay, das war es jetzt mit meiner Vorstellung des Makita. Ich hoffe, es hat euch gefallen.